Im Kristallpalast treffen wir auf König Dorfhahn. Wir bereisen den geheimen Himmelsfisch. Inmitten von schwebenden Steinen durchschießen wir eine Träne mit dem Zeichen des Königs. Und dann müssen wir uns auch noch mit einem Raubschleim herumschlagen aus Schmutz und Dreck mit Prinz Sidon. Ja, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und wir gehen direkt mal zu der Mission hier hoch, die ich mit euch heute mache. Unter anderem hier in der Sora-Region, Hinweise über dem Himmel. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke mitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Damit könnte der Königsbogen gemeint sein. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Soras mit dem Himmelsvolk verbindet. Giotto rät König Dorfhahn zu fragen, was mit dem Symbol des Königs auf sich hat. Also werden wir zu König Dorfhahn gehen. Hier wären wir im Dorf der Soras. Ich gehe direkt mal zur Statue. Ich gucke mal, ob ich überhaupt irgendwelche Zeichen der Segnung habe. 8. Dann erbitte ich tatsächlich Herzen. Mehr Herzen sind mir willkommen. Gib her das Zeug, gib her. Yes, Miasma entweicht. Ach, ist das lange her. Es waren etliche Together-Projekte auf uns. Super Mario Bros. Wonder mit Tim und mir. So wie Super Mario Kart Together-Folgen. Und natürlich unter anderem Yoshi's Crafted World, wo es auch bald auf meinem Kanal beginnt. Mario Galaxy neigt sich dem Ende zu und ist auch ein Together-Projekt am Ende geworden. Ja, die lila Coins, die stehen ja noch an und einige Folgen sind hochgeladen und kommen die Tage und einige oder sind schon gekommen, während das hier Flash erschienen ist oder auch nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall erbitte ich jetzt nochmal Herzen. Und dann werden wir in dem Stream auch mal wieder fleißig Schreine machen und so. Joa. So weit, so gut. Ein Geheimnis. Die Kinder scheinen viel Spaß mit ihrem geheimen Spiel im Thronsaal zu haben. Sie versuchen, König Dorfhahn nachzumachen. Ich würde ja nur zu gern wissen, worüber sie sich unterhalten. Sie machen ihn nach? Ja, aber sie sagen, es wäre alles geheim und lassen keine Erwachsenen in ihre Nähe. Das ist schon ziemlich seltsam, Leute. König Dorfhahn persönlich soll ihn aufgetragen haben, alles geheim zu halten. Was das wohl für ein Geheimnis ist. Ich meine, wenn es das Geheimnis von König Dorfhahn ist, sollte Prinz Sidon doch schon davon erfahren. Das ist doch eine gute Ausrede. Ein guter Grund, um sich zu belauschen. Dann könnte ich zu Prinz Sidon gehen und ihm davon erzählen. Aber wenn ich versuche, mich ihm zu nähern und mich hineinzuschleichen, dann bemerken sie mich. Sie haben sogar Leto-Garn rausgeworfen, als er den Thronsaal putzen wollte. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, ihnen aus dem Verborgenen zuzuhören? Da sind die drei Kinder. Na, mal gucken, was passiert. Armer König Dorfhahn. König Schlag. B.W.A. Dorfhahn Kick. Huuu. Der König ist knallhart. Bra. Oh nein. Ich hab verloren. Plitz, Platz, Schlimm, Schlamm. Schlimmer, Schlamm.
Schreckliches Monster, diesmal bist du mir über. Ich muss mich zurückziehen, auf ins Geheimhaus. Dort bin ich sicher und... Hey, willst du was? Wir haben schon genug Leute zum Ich bin König Dorfan spielen. Keiner kann mehr mitmachen. Und du machst unser Spiel voll kaputt. Geh sofort weg. Sonst verbannt dich der König, jawohl. Keiner weiß, wo König Dorofan steckt und... Willst du was? Ah, jetzt kommt der gleiche Text. Was ist mit dir? Ich wurde vertrieben. Also wirklich, ich will den Thronsaal sauber machen. Aber die Kinder haben mich einfach rausgeworfen. Sie haben gesagt, dass sie ein geheimes Spiel spielen und keine Erwachsenen erlaubt sind. Aber ich habe sie gehört in diesem Spiel. Da tun sie so, als seien sie König Dorfan und zudem spielen sie die jüngsten Ereignisse nach. Das macht mich echt neugierig. Und ich will mitspielen. Ich meine, als Erwachsener sollte ich auf sie aufpassen. Ich frag mich nur, wie ich nah genug an sie herankomme, ohne sofort entdeckt zu werden. Versteck. Ein Versteck wäre klasse. So, liebe Leute. Erstmal einen Krog gefunden hier. Ist ja klar. Muss man auch haben in dieser Folge. So. Und um das nochmal zu zeigen, er befindet sich genau hier.
im Dorf der Soras. So, zwischen dem Donnerhorn ist hier und dem Dorf soll es einen Wasserfall geben. Das könnte das hier sein. Wo es einen geheimen Wasserfall gibt, wo ein geheimer Durchgang ist. Tja, es geht jetzt gleich bergab, Leute. Alles hängt von diesem Wasserfall hier ab. Und tatsächlich, das ist er. Geil. Kristallwasserpalast, Quelle von Ranel entdeckt. Super! Prächtig, prächtig, Leute. Und dann gleich noch ein Wasserfall, Alter. Ich fass es ja nicht. So, dann porten wir uns da mal hoch. Gespannt. Da ist König Dorfan. Er sieht aber wirklich schlimm aus. Ah, wer ist da? Na sowas, ist das etwa Link? Du hier? Wie hast du diesen Ort gefunden? Welche Boshaftigkeiten führst du wieder im Schilde? Halt ein, guter Mutsu. Halt ein. Dein Argwohn ist unbegründet. Ohne ein Wort der Erläuterung wird Link sicherlich nicht verstehen, was sich hier zuträgt. Dorfan, König der Soras. Wir grüßen dich, Link. Lang ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir hörten, dass du wie Prinzessin Zelda ohne eine Spur verschwunden bist. Du sahst aber auch schon mal besser aus, mein Freund. Sag, was führt dich zu uns? So, so. Daher also fließt der Strom. Dir und Prinzessin Zelda ist wahrhaft erstaunliches Widerfahren. Ha? Prinzessin Zelda soll einfach fort sein? Verschwunden sein wie Schaum in der Brandung? Euer Hoheit, es ist lachhaft. Ich selbst sah die Prinzessin mit eigenen Augen, gesund und wohlauf. Es war gleich nach Schloss Hyrules bizarrer Wandlung. Gemach, Mutsu, gemach. Das Leben ist oft ein trübes Wasser, das die Sinne täuschen kann. Links Augen sind frei von Arglist. Wir sehen ihn nach wie vor als geschätzten Gefährten der Soras. Es muss eine andere Erklärung für diese Seltsamkeiten geben. Link, lass uns dir erst erzählen, was geschah, als wir Prinzessin Zelda sahen. Und von den Gründen für unser Exil hier im Kristallwasserpalast. Oh Gott, ich bin echt gespannt. Wir trafen Prinzessin Zelda, just nachdem sie Schloss Hyrule in den Himmel erhoben hatte. Schwebende Inseln waren erschienen und schrecklicher Schlamm und Ruinen begannen vom Himmel zu fallen. Mutsu und wir hatten das Dorf verlassen, um die bizarren Ereignisse zu ergründen. Da geschah es. Wir sahen Zelda, wie sie in Begleitung eines Ungetüms aus Schlamm vom Himmel herabstieg. Und was dann passierte, war sogar noch viel schrecklicher. Sie befahl der Kreatur, uns anzugreifen. Seine Hoheit focht mit sagenhafter Kraft und konnte das Untier zurückdrängen. Doch der Schlamm tat sein Übriges. Der König ist nun aufs Grausamste mitgenommen. Und Prinzessin Zelda ist ohne die geringste Spur verschwunden. Sollte je bekannt werden, dass Zelda dem König solches Unheil angetan hat, Hyrule könnte aus dem Fugen geraten. Und genau daher beschloss seine Hoheit, sich hier im Kristallwasserpalast vor der Welt zu verbergen. Du sagst, dass Prinzessin Zelda in den Kavernen unter Schloss Hyrule urplötzlich verschwand? Und doch zeigte sich im Dorf der Soras und tut uns Grausames an? Ein
Mysterium so tief wie das Meer. Doch für uns Zora steht eines fest. Des Rätsels Lösung muss irgendwo im Himmel zu finden sein. Die schreckliche Katastrophe, der Schlamm, das Ungeheuer, ja sogar das Mysterium um Zelda. Wir sind uns ganz sicher, die Antworten auf all jene unerklärlichen Dinge harren in den höchsten Höhen. Sieh uns, Sante Giato, einen der Erforschungen von Ruinen über auskundigen Gelehrten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir wüssten nur zu gern, ob er wohl mittlerweile Neues in Erfahrung bringen konnte. Du konntest dich also bereits mit Giato unterhalten. Die Steintafel sprach also von einem Symbol des Königs, wie? Ja, der Begriff ist uns bekannt. Symbol des Königs ist eine andere Bezeichnung für die Königsschuppen, der Regenten des Zora-Volkes. Sie wurden in alten Riten so bezeichnet. Wie genau sie allerdings verwendet wurden, ist uns nicht bekannt. Sollten dir unsere Schuppen jedoch von Nutzen sein, so zögere nicht und nimm dir so viele du brauchst. Nur keine Scheu. Solltest du weitere benötigen, komm zurück und hol dir immer mehr. Es sind mehr da, als wir je benötigen könnten. Königsschuppe 5-mal. Eine besondere Schuppe, die seit jeher die Stirn aller Könige der Zora schmückt. Sie leuchtet je nach Blickwinkel anders und wurde einst bei Zora-Zeremonie verwendet. Und wir können jedes Mal zu König Dorf fahren, wenn wir Königsschuppen brauchen. Jedoch stimmt uns eines traurig. Etwas, das uns sehr klar geworden ist. Einem solchen Monstrum zu unterliegen, ist mehr als Beweis genug dafür, dass unsere besten Zeiten hinter uns liegen. Wer weiß, vielleicht ist der Moment gekommen. Unsere Pflichten Sinon zu übertragen. Aber Hoheit! Doch diese Frage werden wir uns erst stellen können, wenn der Schlamm aus der Welt geschafft wurde. Bitte unterrichte Sinon über unseren Verbleib darüber, was wir dir über die Königsschuppen verraten haben. Sag ihm, er soll sich nicht um uns sorgen. Er muss das tun, was sein Herz ihm sagt. Seit Jahrhunderten Regent der Zoras, Verbündeter von Hyrule, im Kampf gegen die Verheerung vor 100 Jahren, in dem er Mipha verlor, seine Tochter und Mitglied der Recken. Es gelang ihm jedoch, seine tiefe Trauer zu überwinden. Und so unterstützte er Link dabei, die Verheerung doch noch zu bezwingen. Dorfan erlitt eine Verletzung, als eine Gestalt ihn angriff, die Prinzessin Zelda zum Verwechseln ähnlich sah. Nun erholt er sich im Geheimen, um seinem Volk nicht zu verunsichern. Wir haben auch Yunobo. Und diese ganzen Charakteransichten sind sehr geil für Zelda-Verhältnisse. Jede neue, die wir bekommen, werde ich mit euch angucken. Oh, Link. Sag, gibt's was Neues bei deiner Suche nach Prinzessin Zelda? Mein geliebter Vater wurde von einer Kreatur angegriffen und Prinzessin Zelda soll sie auf ihn gehetzt haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Doch trotz allem können wir fürs Erste nur Vaters Worten glauben und uns nicht der Verzweiflung hingeben. Link, ich danke dir vom Herzen, dass du meinen Vater gefunden hast. Prinzessin Zelda, die vom Himmel steigt. Das Monster und dieser furchtbare Schlamm. Alle Spuren führen nach oben. Und das auf der Steintafel erwähnte Symbol des Königs steht also für die Schuppen meines Vaters. Doch was das Land des Himmelsfisches und dieser Tropfen inmitten schwebender Felsen sind, bleibt rätselhaft. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches. Das klingt ja, als wäre damit ein bestimmter Ort gemeint, oder? Wenn wir dieses Land des Himmelsfisches erstmal gefunden haben, wird sicher auch die Sache mit dem Tropfen klarer. Solltest du irgendwelche Hinweise finden, gib mir gleich Bescheid. Wir befinden uns im Himmel. Wir wollen zum Land des Himmelsfisches.
Und das ist dir diese Gesteinsformation. Das ist der Fisch inmitten schwebender Steine. Und die Schuppen haben wir auch. Das Lichtlein haben wir markiert. Hier ist auch eine große Insel, die dem, ja, dem Dorf der Soras ein bisschen ähnelt. Und deswegen, ja, fliegen wir da einfach mal hin. Nur ist das Dorf natürlich, also diese Insel hier, viel zu hoch. Ja, da kommen wir nicht hin. Stattdessen, können wir mal hier landen. Hier ist nämlich eine Truhe. Und eine Funkelfrucht. Eine alte Karte. Eine Landkarte, die offenbar vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weiß den Weg zu einem Ort, aber was mag sich dort verbergen? Ah ja, ein weiteres X, ein geheimer Schatz für die Streams. Yes! Also es sieht schon mächtig aus. Aber der Wasserfall ist halt ein etwas lame, ne? Und ich habe jetzt halt Sorge, dass es nicht ganz ausreicht mit unserer Ausdauer. Das reicht. Das reicht, Leute. Das reicht. Mächtig. Mächtig, Leute. Mächtig. Insel des Schuppentanzes. Yes. Okay, wir müssen einen Tropfen mitten schwebender Felsen erblicken. Hier sind ja schwebende Felsen. Jetzt suchen wir mal einen Tropfen. Erblicke einen Tropfen. Ah, okay. Das ist der Tropfen. Ich sehe ihn. Es ist die Optik, die alles macht. Hier. Und los. Das ist es. Yes. Lag gar nicht mal so falsch. Es lag auf der Hand. Hinweise über den Himmel geschafft. Hauptziel. Jona, was bringt dich hierher? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Sidon, weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Übrigens, Leute, ist Jona seine Verlobte, die in Zelda Breath of the Wild noch nicht vorkam. Sie ist aus einem fernen Land außerhalb Hyrules nach Hyrule gekommen. Es gibt wohl außerhalb Hyrule auch noch ein Königreich. Das ist ein Hinweis darauf, dass es vielleicht das nächste Zelda in das andere Königreich außerhalb Hyrule schafft. Aber naja. Weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Oh, Link. Oh. Link, wie sieht es, wie steht es? Hast du etwas rausfinden können? Naja, ich habe einen Pfeil durch den Tropfen geschossen und die Insel gefunden und dann erscheint eine Lichtsäule. Du hast das Rätsel auf der antiken Steintafel gelöst, worauf eine Säule aus Licht erschienen ist. Wenn es stimmt, was auf der Tafel geschrieben steht, sollte sich in der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Ah. Gut gemacht, Link. Das sind großartige Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich dieser Säule ansieht. Deine Pflichten hier sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden
werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen. Ich meine, ja schon, aber... Oh. Was denn? Was lässt dich zögern? Oh. Naja, du musst wissen... Alter. Ja, das Viech kennen wir. Schlammraubschlein, Beschmutzer von Mieferstädte. Oh. Na, dann wird es doch Zeit, dass wir ihn versohlen. Ein schlammbedecktes Monster. Ob das, kann das das gleiche Monster sein, das Vater angegriffen hat? Sidon, überlass die Klärung des Wassers uns. Das bekommen wir schon hin, zumindest für eine Weile. Du hast recht, ich vertraue dir voll und ganz, Schatz. Link, bitte zieh noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Yes, wie in Zelda Zeit der Verheerung. Hyrule Warriors! Dieses Monster hält dich in Schlamm, um sich zu schützen. Ein gefährlicher Gegner, ganz klar. Doch halte Ausschau nach der Blöße und sag dann Bescheid. Ich kann dich mit Wasser umhüllen und so vor einem Angriff schützen. Wenn du dann eine Waffe schwingst, müsstest du das Wasser nach vorn schleudern können. Sidons Macht über das Wasser. Sobald Sidons Aura sichtbar ist, kannst du dich von ihm mit Wasser umhüllen lassen. Dies schützt vor einem feindlichen Treffer. Du kannst das Wasser auch durch Schwingen deiner Waffe nach vorn schleudern. Ja, hier wären wir nun. Wir kämpfen gegen ihn. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht. Ich werde ihn direkt angreifen. Und dann ziehe ich die Waffe. Eis ist am besten. Los geht's! Und dann geht's mit Master Sword. Kräftig eins auf Latia. Wir umhüllen uns mit Wasser. Okay. Wo ist der Typ? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Yo, was, Digga? Was? Eine Bier gedrückt. Als ob. Eine Bier. So. Das ist deine zweite Wasserdusche hier. Ein Eisschlag. Und er könnte unglücklicher landen. Einmal braucht er noch. Wo spawnt er? Oh, es hat ihn noch getroffen. Sehr geil. Na dann. Ist er besiegt? Mistkerl. Mistkerl, wirklich. Da verliert ihr die Truhe, wo bestimmt nichts Wichtiges drin ist. Von daher, scheiß drauf. Wir haben's geschafft, Link. Das schändliche Schlammmonster hat seinen Denkzettel bekommen.